Da hat sich Alfons bei Sturm der Liebe ein Eigentor geschossen. Seine Frau Hildegard möchte mit ihm ein neues Hobby beginnen und hat einen Flamenco-Kurs gebucht. Alfons hat aber keine Lust darauf und schickt Hildegard alleine los. Als sie von dem Kurs zurückkehrt, zeigt sie sich total begeistert. Sie schwärmt nicht nur vom Tanzen, sondern auch von ihrem Tanzpartner dort. Da wird Alfons richtig eifersüchtig. Gleichzeitig will Shirin jede Chance nutzen, wieder sehen zu können. Sie hofft auf eine Hornhauttransplantation, die jedoch ihre Risiken hat. Sowohl Gary als auch Michael versuchen, ihr die Prozedur auszureden. Ob sie das schaffen, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Donnerstag um 15:10 Uhr in der ARD.